Hallo, was machen Sachen? Ja, wie im Titel steht, heute wollen wir endlich die Tür machen. Ist ja leider ein bisschen spät geworden. Ich habe längere Zeit keine Tutorials gemacht. Weil, wie ich schon in der Schublade gesagt habe, die Tür ist so ähnlich aufgebaut. Hat auch die gleiche Funktion. Ich drücke E und es tut sich was. In dem Fall rotiert es sich. Und die haben ja nur die Position geändert. So. Und das hier werden wir jetzt in Angriff nehmen. So, und dazu brauchen wir für den Anfang ja, da es eine Blueprint ist, erstmal neue Blueprint. Die machen wir uns. Hier auch einfach nur einen normalen Ektor. Benennen die uns sinnvoll. Ach, immer noch keine Leerzeichen. Ich werde es nie lernen. So, machen die auf. Machen die auf den ersten Bildschirm, dass ihr seht, was ich tue. Noch ist ja da nichts Spannendes drin. Da muss jetzt erst wieder Meshes rein. Und bevor wir halt Meshes importieren, müssen wir kurz über die Meshes an sich reden. Gehen wir kurz in Blender. Irritiert euch nicht über meine komischen Farben. Die sind halt für mich und einfach nur, weil, keine Ahnung, weil die halt da waren. So, kommen wir erstmal dazu, dass unsere Meshes zwei verschiedene sind. Einmal den Rahmen, einmal die Tür getrennt, weil die Tür bewegt sich, der Rahmen nicht. Wie auch bei der Schublade. Podest steht, Schublade bewegt sich. Bei dem Rahmen an sich ist es nicht ganz so wichtig, wo der Nullpunkt ist. Macht denn da, wie ihr gut arbeiten könnt, wie er sich gut in eure Umgebung einpassen lässt. Wichtig ist es bei der Tür. Der Nullpunkt, Moment, von hier sieht man es besser, muss direkt an eurem Winkel sein, direkt mittig, da sich das ja an dieser Stelle dreht. Das muss der Nullpunkt sein für den Import. Dann auch wie üblich, beides exportieren aus Blender, importieren in Unreal, das kennen wir alle schon. Wenn nicht, guckt in die Videobeschreibung, da habe ich es nochmal verlinkt. So, wir haben das jetzt exportiert, importiert, sind wieder in der Engine. So, ich habe euch ja nur den Rahmen gezeigt, nicht, dass ihr euch jetzt wundert. Ich habe mir für meine Engine, für das Projekt halt einfach den Rahmen schon direkt in die Wand mit eingefasst, dass ich es einfach für mich leichter habe. Müsst ihr nicht machen, kommt auf euer Projekt an, kommt auf eure Präferenzen an, aber ich fand es jetzt halt leichter, einfach die komplette Wand zu nehmen. Ich fand es jetzt halt einfach die komplette Wand zu nehmen. Es ist übersichtlicher für mich. Wie gesagt, persönliche Präferenz. Ihr dürft das machen, wie ihr das wollt. Dann habe ich halt einmal meine Wand und einmal meine Tür. So, auch hier müssen wir die Tür wieder richtig an die Wand dran machen. Müssen wir schon schauen. Moment. Mal schauen, wo innen, wo außen ist. Ah, hier. Außen, innen. Jetzt müssen wir nur hier drauf achten. Das muss an unseren Rahmen platziert werden. Das ist immer ein bisschen frickelig, so klein arbeiten. Na, komm, Kamera, mal wird langsam. So, jetzt ist es bündig. So minimal Abweichung ist okay. Meistens guckt da keiner so genau drauf. Aber umso eher, näher das ihr aneinander habt, umso besser. Unsere Tür passt jetzt erstmal in unseren Rahmen. Ich mache das alles mal ein bisschen schöner. Ich bin gleich wieder da. So. Ich habe jetzt einfach ein paar Materialien zugeordnet. Und die sieht einfach ein bisschen schöner aus. Ist vielleicht auch ein bisschen übersichtlich. Einfach wie dieses graue Raster. Haben jetzt halt eine komplett graue Tür. Farbe dürft ihr euch selber aussuchen. Ich hatte jetzt halt einfach grau, weil ich noch zu voll war, eine Farbe auszusuchen. So, auch hier brauchen wir natürlich erstmal wieder eine Collision Box, weil wir müssen ja wissen, wo kann ich drinnen stehen, dass was passiert. Nicht, dass wir dann 2 Meter daneben stehen und dann machen die Tür auf. Das ist ein bisschen komisch. Daher auch hier wieder einmal die Box Collision. Die dürft ihr doch eigentlich relativ großzügig verteilen. Die darf ruhig schon ein bisschen größer sein. Wir hatten ja letztes Mal drüber gesprochen. Die Collisions sind immer ein bisschen hakelig. Ruhig etwas größer, nur so ungefähr die Höhe von der Tür. Ich persönlich finde die ja immer ein bisschen schwer zuzuordnen. Die sind immer ein bisschen komisch, da ich halt einfach nur die Außenlinien habe. So, na, vielleicht ein bisschen zu. Es muss so ungefähr die Größe von der Tür haben, dass unser Männchen da bequem reinstehen kann. Na, vielleicht doch ein bisschen kleiner. Auch wieder hier. Wenn der Mensch da drinne steht, kann er die Taste bedienen. So. Das können wir so lassen. Was wir machen können,
ist, dass wir die Box an die Tür machen. Ich mache es dann dafür doch ein bisschen kleiner. Dass einfach die Box der Tür folgt, sobald die Tür sich bewegt. Hallo, sobald die Tür sich bewegt, kommt die Box halt mit. Ist aber ganz praktisch, wenn sie offen ist, dass man tatsächlich dann an der Tür steht und nicht da hinten irgendwo, um sie zu aktivieren. Macht das alles noch ein bisschen realistischer, finde ich. So, das ist alles, was wir erstmal im Viewport brauchen für die normale Tür. Dann gehen wir uns in den Eventgrafen. Auch hier erstmal alles weg. Brauchen wir nicht. So, wir haben hier alles weg. Brauchen wir nicht. Wir gehen wieder auf unsere Box. Holen uns einmal Begin Overlap und einmal End Overlap. Das brauchen wir. Wir brauchen auch wieder unseren Player Controller. Den holen wir uns mit rechte Maustaste und dann halt einfach suchen. Get Player Controller, yep, den brauchen wir. So, das nächste wieder. Den Enable Input. Und den Disable Input. Also genau das gleiche wie bei der Schublade. Auch hier wieder. Der kommt da rein, der kommt da rein. Ne, ist immer ein bisschen frickelig mit den kleinen. Aber ihr müsst ja sehen, was ich hier tue. Also der End in Disable und der Begin in Enable. Und halt, beides geht vom Controller aus. So, nächster Schritt. So, ich brauche wieder unsere Taste. Ich suche mir die wieder bei den Input. Ist bei denen immer ein bisschen Gesuche. Wo haben wir es denn? Input da. Input von Keyboard Event. Und dann, wo ist mein I? A, B, C, D, E. Da. Ihr könnt jeden anderen Knopftaste nehmen, wie ihr wollt. Ich persönlich mag halt E, weil E für aktivieren ist irgendwie, finde ich, ganz sinnvoll. So, auch hier brauchen wir erstmal den Branch für später. Den merken wir uns einfach nur. Der ist jetzt noch nicht wichtig, der ist wichtig für die Tür zu machen. Dann brauchen wir eine Timeline. Add Timeline. Ich nenne es einfach Tür, weil ich bin faul. Man kann es auch Türrotation und sonst was nennen. Ihr müsst einfach nur wissen, was es tut. Und da gehen wir Doppelklick drauf. Einmal auf App. Wir brauchen wieder zwei Punkte. Einmal hier 0 und 0. Und einmal hier, ja, nach 2 Sekunden. Hast du dich um die Gradzahl? Also jetzt geht es hier um die Gradzahl. Wie viel Grad soll sich die Türe drehen? Meist nämlich so, naja, 120, 130. Das hat sich für mich jetzt eigentlich gut bewährt. Sieht schon sehr, sehr lustig aus. Dann machen wir wieder diesen hier. Zack, wir haben einen Graphen. So, was auch immer gut kommt bei der Tür, sie geht ja langsam auf und geht langsam wieder. Also die Bewegung an sich ist ja nicht linear. Die nimmt Schwung auf, ist dann schneller und wird dann wieder langsamer. Dann gehen wir einfach auf Auto, da haben wir diesen Schwung drinne. Bei Türen funktioniert eigentlich ganz gut. So, damit wäre die Timeline jetzt erstmal gesetzt. Daher gucken wir, ob es auch so funktioniert, wie wir sie wollen. Wenn nicht, müssen wir so ein bisschen anpassen. Aber normalerweise 130 für Türen finde ich persönlich eine gute Sache. Okay, so, jetzt als nächstes brauchen wir natürlich erstmal, was soll jetzt eigentlich passieren? Es soll sich ja irgendwas drehen, das müssen wir jetzt sagen. Aber bei der Zeit passiert das und das und du drehst das so weit. Setrella, ne? Hier, da haben sie. Set Relative Rotation für unsere Tür innen. Das ist halt die Tür für den Innenraum, deswegen habe ich Tür innen genannt. Hier ist es auch gleich vorhanden. Wir haben schon mal, was soll sich ändern? Jetzt fehlt nur noch dieses, wie soll sich's ändern? Da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Ich habe das früher eigentlich die ganze Zeit immer über ein Make Rotate. Ein Make Rotator. Den kann man hier problemlos einfädeln. Wir wollen es um die Z-Achse soll sich drehen. Müssen wir hier den Yawn angeben. Es geht aber auch viel einfacher. Wir können hier hindrin gehen. Wir machen da Rechtsklick drauf und wir splitten. Und dann haben wir es auch.
Da haben wir uns eine Note gespart. So, und hier auch direkt in Z. Wir speichern. Und jetzt natürlich, wie bei allen Notes, wir haben jetzt ein bisschen was geleistet. Jetzt gucken wir, ob es irgendwas tut. Ist ein bisschen eng hier. Ich nehme den Kollegen. Setze den mal nach draußen. Und hier unsere Tür. Die Tutorial-Tür. Nicht meine Tür. Und play. So, jetzt gehen wir ran. Tür. Sie geht auf. Yay. Zug geht sie noch nicht. Haben wir noch nicht gemacht. Machen wir jetzt. Funktioniert ja soweit. Wie gesagt, soweit so gut. Funktioniert alles. Jetzt müssen wir es halt nur noch umkehren, dass es halt wieder zugeht, wenn sie auf ist. Auch hier brauchen wir wieder den ist-Größe Float. Der kommt da rein. Und hier auf 1. Nicht auf 10, auf 1. Hallo. Mach das weg auf 1. So. Und dann natürlich ab in den Reverse, weil es muss ja, wenn das erreicht ist, muss es ja rückwärts laufen. Compile, speichern. Und zack, geht sie wieder zu. 1a, Tür funktioniert. So, die normale Tür haben wir hinbekommen. Ein kleiner Teaser fürs nächste Mal. Wir werden uns das nächste Mal anschauen, wie mit diese Doppeltüren. Die sind aber ein bisschen anders. Ich werde dann halt auch im Tutorial noch ein bisschen mehr dazu sagen. Aber das ist das nächste, was wir machen werden, ist Doppeltüren. Wenn ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen helfen können, habe ein bisschen was gelernt. Ich werde versuchen, nicht mehr so lange Pausen zwischen den Tutorials zu machen. Wie gesagt, das nächste ist halt die Doppeltür. Aufbau ist so sehr ähnlich. Es sind nur ein paar kleinere Komplikationen, die dazukommen, weil es zwei Türen sind. Aber ansonsten hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal.